Aus der Diskussion um die Digitalcharta heute nehme ich mit, dass relativ viel, was schiefgelaufen ist, sich auf ungeschickte Kommunikation zurückführen lässt. Wir haben zum Schluss vor allem über den Namen gestritten. Ich kann da einen der eifrigsten und auch wichtigsten Kritiker, Herrn Widuwild von der FAZ, zitieren, der gesagt hat, er würde sehr gerne mitdiskutieren, wenn es Thesen wären und nicht Digitalcharta drüber stünde. Das heißt, wir sind jetzt schon bis runter auf die Ebene des Namens. Insofern freue ich mich sehr, dass ich heute aus der Diskussion mitnehmen kann, dass zum einen wir als Gruppe erinnert werden, besser zu kommunizieren. Wir haben offenbar schlechte, grausame, doofe Fehler gemacht bei der Kommunikation, das kann man ganz offen sagen. Und dass zum Zweiten aber die Chance besteht, auch Kritiker einzubinden, wenn wir in Zukunft klüger kommunizieren, weil die Konzepte dahinter ganz offenbar zumindest debattierenswert sind.